Ach, Prinz, wie gut, dass da kein Abgrund war. Na gut, auf. Yay, auf an die nächste Wand, Prinz. Prinz, wir wollen da runter. Prinz, wir wollen ja jetzt auch runter. Okay, Prinz, zeig uns deinen besten Wandlauf. Das bringen wir, aber das wäre ja gar nicht. Und das. Nein, Prinz! Das war's nicht. Prinz? Oh, mein Spiel ist abgestürzt. Dein Spiel ist abgestürzt? Ja, es hat sich komplett selbst geschlossen. Ah, nicht gut. Mal gucken, wann der letzte Autospeicher war. Oh, guck mal, Prinz, da ist gar kein Abgrund mehr zwischen. Dann geht das natürlich viel besser. Also ich habe gerade noch mal die Katze mit Malik. Also der Thronmann Malik muss in der Nähe sein. Oh, okay. Prinz! Ich bin immer noch nicht ganz... Ich habe noch diese Woche, um mit der Steuerung anzufreunden, haben wir ja beschlossen. Mhm. Damit ich nicht immer sage, hey, zieh dich die Wand hoch! Nee, nee, die Wand hochziehen, nicht davon abspringen. Ich versuche mal nachzukommen. Ich versuche mal hinterherzukommen. Was heißt hier hinterherzukommen? Ich bin auch gerade wieder beim Thronsaal mal lieb. So, kann ich auch nicht riechen? Und wenn ich sage, dass ich noch eine Woche habe, quasi um mit der Steuerung klarzukommen. Ja, dann kann es auch einfach nur sein, dass du gerade irgendwas hast, das ein bisschen nicht geklappt hat. Nein, ich fange immer erst an mit, jetzt haben wir keine Jin-San-Zeit mehr. Okay. So, langsam wird das mit uns und der Wasserzeit, was finden Sie? Prinzi, was guckst du dich so um? Prinzip, wir hätten vielleicht noch die Sandzeit, die Wasserzeit zurückhalten wollen. Oh, was bist du denn? Groß und hässlich bist du. Ja, halte X gedrückt, um einen Powerangriff auszuführen, während ich von 200 Feinden umzingelt bin. Ihr seid ja lustig. Ich weiß noch nichts von Feind, aber er sagt es mir trotzdem schon. Ich muss mir jetzt erst angucken, was da noch hässlich auf mich zukommt. Ich bin tot. Ich durfte auch nicht zurückspulen. Interessant. Prinzi! Also wir hätten noch 27 Leute treffen müssen, auf die dann noch rumhüpfen. Eben, halte X, um einen Powerangriff auszuführen. Ach ja, das wird nicht klappen, weil du dauernd unterbrochen wirst. Prinz? Nee. Ja, meinetwegen von ihr. Ja, ne? Furchtbarer Gegner. Ja, wenn die anderen mal Ruhe geben würden, ne? Oh, ich meine, der kann sie ja über den Haufen brechen. Ja.
Prinz, da sind wir jetzt ganz selbstständig reingelaufen. Oh, du lebst noch! Boah, teilweise habe ich aber extreme Schwierigkeiten, diesem Viech auszuweichen. Da habe ich mich jetzt nicht drum gekümmert, ums Ausweichen. Ja, wenn ich dem nicht ausweiche, bin ich ja viel zu schnell tot. Ich muss dem ja ausweichen. Du, ich hüpfe hier gerade eigentlich von einem Mob zum nächsten Kopf rum und hoffe, dass mein großer, dicker Klopster die anderen kaputt rennt. Ja, aber wenn ich nur renne, dann bringt das nichts, weil dann kriegt er mich. Ich muss schon durchaus rollen. Meine Taktik ist bisher noch, erstmal hier die Sachen aus dem Weg zu räumen. Ja, dabei sterbe ich. Okay, komm, Dickerchen. Ja, toll, Prinz. Renn gegen die Deko. Gibt's hier jetzt noch einen von euch? Und ich bin tot und hab keinen Sand mehr. Blöder Gegner. Der ist echt furchtbar. War nicht ganz so clever, das sehe ich ein. Also. Prinz, das war nicht rollen. Ich weiß, ich habe auch springen gedrückt. Dementsprechend konntest du nicht anders, aber. Ja, was soll ich denn da machen? Da hast du bei mir hat er noch keine Schramme. Ja gut, Prinz, das war jetzt suboptimal. Wir waren zu spät. Machen wir eben nochmal. Du, ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Kampf beschreiben soll. Nein, Prinz, du solltest nicht die Zeit zurückspulen. Sind hier noch welche? Nein. Okay. Boah, Vieh, ich renne dann auch gegen eine Wand. Okay. Ja, Prinz, würdest du den bitte auch treffen mit deinen Powerangriffen? Boah. Aber eben noch fast. Okay, Prinz, wir haben einen Plan. Wir haben einen Plan. Wir haben sogar noch 3 Sand. Du, ich habe keinen Sand mehr. 2 Sand. Und ich bin tot. Prinz, jetzt haben wir keinen Sand mehr. Also in dem Moment, wo ich keine Gegner mehr habe, hat der mich schon so untergehauen, dass ich eigentlich keine Chance mehr habe. Prinz, das war wieder zu spät. Das muss man noch üben. Ja. Ich sehe, wir da springen.
wohl auch, wenn nicht du. Als erste Aktion fahren. Ja, okay, das kannst du meinetwegen gerne machen. Dann ist das verblüht. Schildteil ist die Nerven. Genau, Prinz, wie wär's denn, wenn du keine Rolle machst, bevor ich dir das sage? Prinz, ich bin auch dafür, wir warten einfach, dass Daddy alle über den Haufen rennt. Denn zeigt mir auch mal meine Gegner und nicht nur die Wand. Oh, guck mal, der jetzt auch noch mit hinüber. Da ist einer von den kleinen, mittelgroßen. So, Prinz, wir sind auf die Hälfte runter. Hey, komm, 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 komm. Sonst müssen wir nur noch einmal schaffen und wir haben noch zwei Sachen. Ja, Viech! Halt dich an die Spielregeln! Noch was? Ja, ich hab's gerade eben auch geschafft. Du machst mir einen Weg auf. Wie unpraktisch. Ich hoffe, dass du mir einen Weg aufgemacht hast. Eben, gut, dass die Wand genau so gebrochen ist, dass wir daran wieder klettern können. Ja, ich gehe erstmal gucken, ob ich noch Vasen habe. Ja, du, ich muss auch gucken, aber ich glaube, der hat bei mir echt alle zerrannt. Nee, hier in der Ecke stehen noch welche. Guck mal, da in der Ecke steht noch eine. Zwei sogar. Ja gut, dann... Ich habe ein Upgrade verfügbar. Ich noch nicht. Mir fehlen wieder 93 Punkte. Ja, dann... können wir ja gleich hier wieder raus. Ja, ich möchte die Anderungen übernehmen. Ja dann, nichts wie raus hier. Gut, dass wir da nicht runterfallen, Prinz. Prinz, wie wäre es mit zur Seite, wenn ich dir das sage und nicht nach oben? Mhm, Prinz, jetzt. So ist brav, Prinz. So ist gut, Prinz. Dieses, jenes sind unsere Freunde und so weiter, habe ich mir sagen lassen. Was sind unsere Freunde? Ach, dieses. Die Kreiselklingen, das sind alles unsere Freunde. Ich mach das Ganze viel überlebensfreundlicher, wenn ich sage, das sind meine Freunde. Nein, Prinz! Gut, dass du dran vorbeigefallen bist, Prinz! Ich frage mich ja, wer da bei den Pfeilen immer sitzt und quasi nachlädt. Ja. Der Thronsaal. Ich muss mal nicht kriegen. Bin ich noch nicht. Ich hoffe, vor dem Thronsaal gibt es sehr viel Leben, weil wenn jetzt ein Gegner kommt, der muss mich nur einmal kurz schief angucken. Noch geht's mir besser. Na, was ist hier so los? Der Thronsaal. Ja, ja, ich muss Malik finden, ist alles klar. Ja, Malik, was machst du da so? Die Welt zerstören. Kennst mich doch, kleiner Bruder.
Malik, ich muss kommen und dich retten oder so. Ich muss kommen und dich verprügeln, um an dein Sandamulett-Teil zu kommen. Na, erstmal muss ich ihn retten. Ach gut, da brauchte ich tatsächlich. Vinci, warum machst du denn mal nicht, was ich dir sage? Du hast diesen Kampf für mich? Bitte? Ich weiß nicht, hier, Hakis kleiner Bruder spricht mit Malik. Okay. Das war vielleicht ein bisschen zu spät. Hey, Bruder, ich bin hier und so. Autsch, Bruder, das sah nicht gesund aus. Prinzi, du weißt. Das war der falsche. Prinzi? Prinzi? Wir sind immer sehr viel besser ohne irgendwas. Da hast du recht. Ja, dann sag auch was, wenn du schon hör zuschreist. Das war fast gut, wenn du jetzt noch vernünftig den Wasserfall hochgelaufen wärst. Ja. Oh Gott, der hat ganz schön viel Leben. Danke, endlich ist der Herr den Wasserfall rausgelaufen. Hat ja auch lang genug gedauert. Was ist das? Wo wollen wir denn von hier aus hin? Nur so als Frage. Da wollen wir vielleicht hin. Autsch. Komm, komm, komm. Nämlich zu lieben, man soll mich verwandeln. Also ich muss sagen, Malik stellt sich auch dumm durchaus ganz gut. Vinci, hältst du die? Vinci! Okay, Prinzi, das funktioniert schon mal nicht. Prinzi, ich habe das Gefühl, das könnte was dauern. Was? Der? Mit der Lebensleiste? Wo bleibt immer da?
mit Madame Alpha. Ja, Prinzi, wenn du dich an den Teilen festhalten würdest, dann würdest du auch nicht so viel Schaden nehmen, weil er dich immer trifft. Prinzi, bist du dumm? Hey, ich hab schon keine Ahnung mehr, wie wir dich genannt haben, aber... Nein, möchtest du nicht? Hab ich mir fast gedacht. Prinzi, da sind Teile zum Festhalten. Bist du damit fertig schon mit dem Kampf? Nein, nein, der Kampf geht in der Kletterpassage über zwischendurch. Was? Nimm's mir nicht übel, wenn ich dich bediene? Ich weiß nicht, ob das für einen guten Service hinweist. Kannst du ja eh nicht. Vince, was sollen wir jetzt tun? Ja toll, Prinz, dreh dich doch! Nope. Ach, Prinz, du bist so eine hohle Nuss. Natürlich muss in einem tollen, epischen Kampf die Steuerung haken. Was ist du, ja, Hala Shamaluka? Ah ja, jetzt wird er bei mir auch nicht mit dem Zurückspulen aufhören. Ab wann kommt denn die Kletterpassage? Ungefähr ab Hälfte Leben. Och nein, das ist unfair. Das ist unfair und möpperig. Seid ihr eine Wahnsinn. Das Schwert verloren, das finde ich schon mal gut. Ja, dann kommt jetzt die Kletterpassage. Sag mal! Toll, ich bin tot. Weil die Steuerung hakt. Jetzt bin ich auch wieder da, wo er sein Schwert verliert. Also ist das quasi so eine Art Zwischenspeicher. Ja. Ich meine, ich war schon ein ganzes Stück weiter, aber hey. Die Steuerung muss ja unbedingt haken. Will er nicht an die Wand? Kommt mir so unglaublich vertraut vor, dass der nicht an die Wand will. Ja, Prinz! Genau, lass dich lieber 15 Mal von dem blöden Gegner treffen, anstatt mal die Wand zu ergreifen. Kein richtig guter Hebel, das ist hier nur so ein... Eben, das ist nur eine Schwingstange, um zum Weiterkommen. Oh, Prinz. Wärst du jetzt nicht an der Stange vorbeigesprungen? Mein Prinz wird immer unfähiger, der wollte gerade... Ich habe ihn gerade versucht, eine Vase zerdeppern zu lassen, da hat er die Vase umgeschubst, ohne sie zu zerdeppern. Ich bin mir nicht sicher, ob das unfähig ist oder tatsächlich gerade richtig cool dafür, dass Prinz plötzlich neue Moves hat. Die sind zu nichts zu gebrauchen, aber...
Verschwing dich! Na, Prinz, das ist nein, gefallen. Prinz, du sollst dich an der Stange drehen. Nicht zweimal. Prinz? Jetzt durfte ich auch nicht mehr zurückspulen. Ey, dieser Kampf ist extrem muppelig und unfair. Prinz, würdest du bitte springen? Prinz, du hättest dich vielleicht auch an den Steinen festhalten können. Ey, das ist doch nicht zum... Das ist doch nicht wahr, dieser Kampf. Oh, keine Ahnung, weil Prinzi bei mir jetzt wieder absolut nichts macht, was er soll. Und die ganze Zeit von der Steuerung anstatt vom Gegner getötet wird. Ich weiß nicht, was du hast. Erinnere dich an meinen 1,5 Stunden Kampf gegen Akredin und Iglesia. Ja, aber so Sachen wie... Ach. Du willst, dass ich die Zeit zurückspule. Ja, ja, die Zeit... Deine Sandzeit wird abgezogen und... Ich bleib einfach an einer Stelle stehen. Dann musst du auf das Viech zu, während es dich mit Feuerbällen beschießt. Das ist furchtbar. Ja, genau. Schieß mich ab, während ich die Vasen kaputt mache. Ist ja alles toll. Dessous, ich verstehe dich schon. Ach, Prinzi. Ach, komm schon. Ach, Prinzi. Prinz. Prinz, es war fast cool, wenn du denn früh genug das Wasser angehalten hättest. So, dann machen wir die Kletterpassage nochmal von vorne. Jetzt geht das Wasser genau in dem Moment aus, wo du springst. Oh, Prinz. Prinz, dreh dich! Ich habe gesagt, du sollst dich vorher umdrehen. Prinz, ich habe gesagt, du sollst da Prinz. Na gut, dann machen wir jetzt eben doch die Vasen kaputt, die ich jetzt gerade erst gesehen habe. Also ich sterbe an der einen Stelle, weil der mich auf jeden Fall trifft. Das ist total merkwürdig. Ja, ich kenne die Kamerafahrt inzwischen. Danke, Prinz, dass du dich wieder nicht festhalten wolltest. Prinz? Also wenn du in dem ersten großen Sprung quasi vorbeifällst und dich festhalten willst und Prinz das nicht tut, dann kannst du auch nicht die Zeit zurückspulen. Oh, cool. Ich hatte gerade einen Moment, dass Prinz an der Wand hing und ich nach oben gedrückt habe und Prinz das auffasste als ich kletter ein Stück nach oben, ich kletter ein Stück nach unten, ich kletter ein Stück nach oben, ich kletter ein Stück nach unten. Ja, hoch ab, damit ich die Zeit habe, die Vasen kaputt zu machen.
alle Vasen kaputt? Nee. Also. Noch fünfmal in der Luft abschmeißen. Ja, genau das macht er bei mir auch gerade die ganze Zeit. Oh, endlich. Und das alles, damit du wieder runterspringst und dir dein Schwert schnappst. Und dir dann noch 100 Sandmonster rufst. Natürlich. Ich muss gar nicht was du von mir machst. Ich bin noch nicht mal so weit, dass ich ihn wieder so jemals so weit hatte, dass er da runterspringt. Ja, das habe ich gerade auch das erste Mal gehabt. Prinz? Ja, der ist sehr hackelig in der Steuerung in diesem Kampf. Ja, klar. Schwert wieder. Gibt's hier neue Krüge? Ah, besser. Da war kein Monster mehr. Wie soll ich denn jetzt Domino spielen? Malik, ich wollte das machen. Ach, Malik, du dumm. Toll, Malik. Wie sollen wir denn jetzt die Welt retten? Ich weiß nicht, ich habe eine Jupe-Aktion abgeschossen. Könnte das Jupe-Symbol nicht wieder aus dem Bild nehmen? Danke. Was hast du mit einer Madonna? Ich habe eine Jupe-Aktion. Nein, nicht du. Hat mir gerade irgendwas von einer Madonna erzählt. Aber mir hat er irgendwas davon erzählt, dass er Herkules Lasso nicht finden kann. Also. Was? Einatmen ist Search-Messer-Ding? Na toll, jetzt bin ich kaputt, weil er wieder zugetreten hat. Auf den Boden. Ich war 3 Meter weg. Da habe ich zum Glück immer irgendwie geschafft, vorwegzurollen. Oh, ich bin da auch weggerollt. Ich sag dir, ich habe es zum Glück immer irgendwie geschafft. Ich sag ja nicht, dass du es falsch machst. Madonna ist Minecraft-Form. Habe ich verstanden. Sehe ich ganz genauso. Ich glaube, ich habe deine. Ich verstehe das Lasso. Ich finde das Lasso von Herkules nicht sehr gut.
dich, roll hier lang. Glücklich, glücklich lang. Prinz, die Schienbeinschoner sind vorne. Da sollst du nicht draufschlagen. So. Was tust du jetzt? Marley, ich habe dafür gesorgt, dass der kaputt geht. Nicht du. Ich. Habe ich auch gesagt, aber Marley hört nicht. Prinzess, hat der die Kraft? Das ist nicht gut. Da ist was zerbrochen, das ist noch viel weniger gut. Eben, wie sollen wir denn jetzt die Welt retten? Müssen wir mal Lick verprügeln. Ja, wir können das mit Daljong nicht zusammensetzen. Lick hat gerade die Welt beendet. Nein, er hat mir erstmal ein Tor geöffnet. Da ist auch was dran. So, ich guck mal eben hinter mir. Der Schein trügt. Eine Uplay-Action abgeschlossen. Ich hab's kapiert. Ich muss das immer noch mit Uplay verbinden, wenn ich da Bock drauf hätte. Eben. Wenn das nicht heißen würde, dass ich mich dafür mit Ubisoft verbinden müsste.